Ich möchte ganz kurz darauf eingehen, aufgrund der aktuellen Lage oder die Lage, die wir alle hier in Dresden die letzten zwei Wochen erleben mussten und durchleben oder erleben mussten. Wir haben uns dabei gedacht, dass wir aus einem aktuellen Forschungsprojekt ein Teilgebiet herauslösen und das genau zu diesem Hochwasserthema einsetzen. Das bedeutet, wir haben Open Data, man kann es eigentlich übersetzen, frei im Netz zugängliche Daten. Wir haben uns da überlegt, dass wir alle Informationen, die im öffentlichen Netz gestreut werden, zusammenfassen und diese aufbereiten bzw. zur Verfügung stellen. Dabei muss man sagen, Sie haben ja sicher die Diskussion verfolgt von NSE und PRISM. Das ist so ein System, was ganz, ganz viele Daten aus Google und Microsoft und Apple zusammenführt, auch wenn der Nutzer nichts davon weiß. Hier sehen wir eigentlich mal ein positives Beispiel, nämlich wenn man tatsächlich unter datenschutzrechtlichen Bestimmungen Informationen generiert, die jeder, verschiedenste Parteien, in das Netz einspeisen und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Das ist also ein wirklich anderes Thema, was wir hier bearbeiten. Interessant wird, dass wir tatsächlich aus statischen Systemen, die im Moment erbracht werden und dem Katastrophenschutz zur Verfügung stehen, dynamische Informationen machen. Das heißt, wir hatten die Möglichkeit, tatsächlich hier eine Echtzeitintegration zu generieren. Und wenn Sie das Bild rechts sehen, man sieht halt, dass bis 2015 das X-fache an mobilen Anwendungen zur Verfügung stehen werden, vor allen Dingen vom Datenverkehr. Das heißt, es werden immer mehr Menschen immer schneller dynamische Inhalte zur Verfügung stellen. Und das Ganze ist im Prinzip dreidimensional aufgebaut. Wir haben also erstmalig die Chance, dass wir sowohl Ort als auch Zeit als auch die Präferenzen miteinander verbinden. Und das Ganze hat sich so herausgestellt, dass wir eine Datenaufnahme vom 3.6., das war so Beginn der ersten Hochwassermeldungen, bis zum 12.6., Anfang dieser Woche, zusammengefasst haben und haben da tatsächlich 75.000 Mitteilungen aufgegriffen mit mehreren tausend Bildern. Und das möchten wir natürlich zukünftig in Live-Systemen nutzen, um einfach im Katastrophenfall Informationen zur Verfügung zu stellen. Und damit Sie mal sehen, wie das Ganze aussieht, habe ich die Software mal mitgebracht. Sie sehen jetzt hier auf der rechten Seite, das ist ein Live-Ticker. Man sieht dann jeweils unten drunter, wo die Informationen herkommen, also Facebook, Twitter und so weiter. Also verschiedenste Quellen über YouTube, Instagram und so weiter. Und wenn wir hier ein Stück tiefer reingehen, sehen wir, dass hier verschiedene mit Geocodes versehene Informationen tatsächlich hier in eine Map integriert wurden und wir hier erkennen können, wo zum Beispiel das Wasser stand und vor allen Dingen im Vergleich zu dem, zu welchem Zeitpunkt das auch publiziert wurde. Das ist deswegen interessant, weil man da im Nachhinein tatsächlich berechnen kann, wie viele Informationen hier von mathematischen Modellen mit den Realwerten ins Verhältnis gesetzt werden können. Gleichzeitig haben wir uns gesagt, es ist interessant, wenn wir zum Beispiel sowas wie so eine Sensorplattform einsetzen, um einfach mal zu schauen, wie ist denn in bestimmten Regionen, in bestimmten Gebieten die Lage gewesen, wie hat sich das Wasser ausgebreitet und wie kann man das Ganze miteinander zusammenfassen. Das sehen wir jetzt hier ganz gut. Das war ein etwas kleinerer Kopter, den wir hier erkennen können, das kann ich Ihnen auch nochmal in Ruhe zeigen. Und ganz interessant ist, dass sich aus diesen Sachen etwas ergibt, was wir im ersten Moment gar nicht so gesehen haben. Das heißt, wir haben zu einem bestimmten Zeitpunkt, das sieht man vielleicht hier im unteren Teil, einen Zugang von vielen Daten bekommen und wussten erst gar nicht, was wir damit anfangen sollen, haben dann aber festgestellt, dass tatsächlich zu dem Zeitpunkt eine ganz große Unwetterwelle über das Osterzgebirge, also südlich von Dresden, hinwegging und wir hier gesehen haben, dass hier große Schäden angerichtet wurden und das kann man hier eigentlich ganz gut nochmal nachvollziehen, was da tatsächlich den Behörden nicht möglich war, an Informationen zu bekommen und die natürlich in sozialen Netzwerken dann geteilt werden konnten. Ging bis dahin, dass man wirklich große Schneemengen hatte, die ich hier einfach mal so durchklicke, hier sieht man einen Fahrradfahrer, wie er noch schieben kann.
Und all diese Informationen wollen wir, wie gesagt, in Zukunft so miteinander bündeln, damit wir schneller reagieren können im Falle eines Katastropheneinsatzes. Das vielleicht ganz kurz zum Thema aktuelle Lage. Wenn Sie noch Informationen dazu haben wollen, kann ich da gern noch im Anschluss zur Verfügung stehen.